Guten Tag, heute ist Sonntag. Wir gehen jetzt spazieren. Alle drei zusammen. Da freut sich der Odin. Juhu. Ich habe ihm zu Sven gesagt, sag mal was. Was soll ich sagen? Irgendwas. Verbinden Sie mich mit jemandem. Mit wem denn? Mit irgendjemandem. Oh, ich war fleißig. Da. 2 Tage lang, gestern. Die zeige ich euch nachher mal im en detail. Und hier auf der Fensterbank, Moment. Fotografiert sind sie noch nicht, aber Namen haben sie alle schon. Wie ist der Shaggy dann auch? Oh, Shaggy. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte ein Foto machen. Was? Lieber 2. Nicht, dass das... Oder meinst du nicht, dass das kocht? So, meine Schwester ist zur Reha an einem geheimen Ort. Und ja. Ich will nachher noch färben. Wir bringen uns ins Verderben. Wir werden färben. So, nicht lang schnacken. Schuhe an und raus in die Wärme. Heute haben sie noch Gewitter angesagt und Sturm. Ja, wird immer weniger. Ja? Ja. Shaggy. Aber zum Abkühlen langt das noch. Komm, Schnubbel. Komm, Odin. Url. Die wird bis zum Abitur so gefahren. Liegen irgendwo so die Gräser alle, ne? Der hat sich vertan. Also, dit. Was machen wir denn? Oder, Moment, wir tun es ja gerade. Oder schön klar. Blühen da schon Seerosen oder noch nicht? Es sind nur die Blätter, ne? Schick mal. Heini. Aber guck mal, wie schnell das wächst alles. War so weggeschnitten, ne? Unsere Zimmerpflanzen haben sich auch gut erholt, ne? Auf der Fensterbank, die... Ja. Oh, guck mal, wie viele da schon dran sind. Voll die Pixies diesmal. Da. Alles feucht hier. Wiese. Falls jemand einen guten Tipp hat, ob Nagelknipser oder so, für Fußnägel. Ich habe so ein Lederset gekauft und dachte, das ist was Gutes. Okay, es war jetzt nicht so teuer. Aber da hätte ich auch meine Füße in die Biotonne halten können und warten, dass die Ratten das abknabbern. So zackelig. Ich brauche eine gute, was zum Nägel schneiden. Luft steht. Puh.
Ja. Dass man nicht mehr so gut Sauerstoff kriegt. Heute Morgen war es überhaupt nicht gut drauf, ne? Das ist wieder übermotiviert. Was sind da? Ja. Schwebeteilchen. Tomaten. Komm. Du bist schon so ein Schwebeteilchen. Was macht dir keiner? Soll ich dir gleich eins schütteln? Nee, ein Schild. Gib krumme Finger. Boah, ist das warm. So. Komm, wir kürzen ab. 3 Minuten habt ihr noch. Wollen wir abkürzen? Nein. Ja. Ist es so warm? Nee. Warum kann ich eine große Runde nicht abschneiden? Er muss kacken. Mach Kacki. Er muss kacken. Noch wieder in den Shop stellen. Ich bin so eifrig dabei, weil das meiste geht ja immer rauf für Materialien und wisst ihr ja selber. Aber ich möchte mir was weglegen und zwar mit Gitte und Elida, wenn nichts dazwischen kommt, wollen wir nach Italien. Noch einmal nach Venedig und dann so Richtung grobe Richtung Neapel. Also so Pompeji, sagen wir mal. Drückt mal die Daumen. Jetzt kommt nächsten Monat noch. Wir haben das Grab nicht verlängern lassen von unseren Eltern. Die uns schon länger folgen, wissen, dass ich da gestruggelt hatte. Lassen wir es verlängern oder nicht? Das war vor 5 Jahren. Und jetzt haben wir gesagt, nee, also Gitte, Bille und ich mit Sven haben uns abgesprochen und haben gesagt, nee, das lassen wir dann auflösen. Wird dann eben halt geteilt und dann, ja, das kommt noch, dann mal gucken. Oh, hast du Dugi-Dugi gemacht mit dem ganzen Kopf unter. Bestimmt auf den Stein ausgerutscht, ne? Dugi-Dugi. Jetzt hast du ja eine super Frisur. Komm mal her. Jetzt machen wir dich mal fein. Ja, die Möwen kommen. Leute kaufen keine Fischbrötchen mehr. Aber die hatten da die letzten Jahre auch immer Flugübungen gemacht. Kleine Möwe fliegt nach Helgoland. Also Richtung. Was ist hier jetzt? Lindenstraßen-Clip, oder? Ja. Gerne. Nein, das Improvisieren, das ist doch gerade das. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, hier hat wohl ein Opi sein Taschentuch verloren. Sein Einstecktuch. Ein Appell, pflanzt viel Bienen- und Insektenfutter. Was ist denn dafür? Sind das Beeren? Wo ich auch immer begeistert bin,
ist vom Efeu, so Haftekraft, weißt du? Was ist denn hier ein Spiegel? So diese Haftekraft vom Efeu. Der liegt ja nachher an seinen Rasierer und sein Rasierer. Geh mal ein bisschen vom Gas runter, du alter Honk. Es dampft jetzt so, ne? Auch hier der Weg ist so feucht überall noch. Das ist die Hitze im Dschungel. Komm her! Komm! Was will die denn? Schönes Wetter! Wow, das ist mal richtig flauschig. Wir müssen jetzt Platz machen, da kommen die Leute mit ihrem Schlagsahnegas. Ja. Aber bis morgen geht doch Medium, oder nicht? Warum wechseln die auch die Deckel? Nee, bei Bismarck ist das so. Das ist absolut mein Fehler. Bismarck ist Silber, ist Classic, oder was? Mhm. Ja. Das Sachsenwald ist große Quelle. Moin nochmal. Es ist... Aber jetzt trinken wir dann nicht mal Medium. Crispin trinkt doch auch Medium, oder nicht? Es ist 10 vor 7, also 18.50 Uhr. Ich war eben am Färben. Ich hatte meinen Shop bestückt. Hinter mir seht ihr ein paar Voltstränge. Links und rechts vom Äquator hängt auch noch so einiges so rum. Und ich hatte eine Schaftasche genäht, da war leider ein Innenfutter verkehrt, also nicht verkehrt rum, sondern die Naht oben. Die hatte ich dann reduziert reingestellt und eine Häuschentasche war fertig. Weg. Jetzt will ich gleich noch wieder neu nähen. Verpackt haben wir schon. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Ich habe eben so probiert. Ich habe Wollstränge so wieder so gestrengelt und dann so ins Färbebad gepackt, einsaugen lassen und ein Strang in der Farbe aber so semi-color, so leicht marmoriert. Das sind dann so zwei Stränge, die kann man dann miteinander kombinieren, wenn man will. Ich werde sie trotzdem einzeln reinpacken. Ja, das ist so das, was ich hier mache. Kaffee. Können wir auch mal machen. Kaffee Latte. Latte, Latte, Latte mit Corazon. Ja, ich sitze hier im Unterhemd und soll ich euch was sagen? Es ist mir egal. Es ist Gewitterluft hoch 10, beim Gassi vorhin ja schon. Es hat hier über uns geknuspert. Es war ein Wärmegewitter, ohne Regen. Was zur Folge irgendwie hat, dass es jetzt noch
drückender und noch schwüler ist. Hinzu kommt wieder mein super Gefärbe da mit Essigwasser in der Küche, in diesen Dämpfen. Und da ist es mir, ne, ich will mich hier nicht in Strick und Schick hinsetzen. Und ne, das Einzige, was ich gemacht habe, ist Lipgloss, aber den trage ich auch, wenn ich nicht aufnehme. Prost Kaffee. Na, ihr wisst Bescheid. So, jetzt habe ich überlegt, mir fehlen richtig knallige Schnuckertüten. So, ich habe ja Schnuckertüten, nee, die hängen da oben, da. Extra sauer. Mir fehlt das Bäm. Die färbe ich gleich noch. Und während ich hier sitze, könnte ich schon mal Stoff zuschneiden. Obwohl, ich muss mir dann auch sagen, Susanne, du trinkst jetzt hier deinen Kaffee in Ruhe. Danach kannst du zuschneiden. Falls ihr bei mir im Shop Wolle kauft, denkt dran, wenn ihr die Stränge bekommt, dass ihr die einmal auftüdelt und einmal so aushängen lässt, weil die Luftfeuchte, es ist wirklich sagenhaft, die Stränge waren trocken. Und durch die Luftfeuchte habe ich immer so das Gefühl, die sind so, die jetzt irgendwie nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Einmal austüdeln, so. Das wird die nächste Tasche. Schlappi, lappi, lappi, Nico, das. Das wird das Futter. Futtern wie beim Muttern. Was gibt's sonst? Sonntag halt, ne? Seitdem ich so mal bastel, gipse, also ich gebe, ne, ihr weißt, Form, Gießen und so, finde ich die Sonntage gar nicht mehr schlimm. Ich fand die Sonntage schon als Kind, ich fand die Sonntage schrecklich. Ich mochte nie sonntags. Ich hätte euch ja gerne die fertigen Taschen nochmal gezeigt, aber die sind leider schon im Päckchen. Vielleicht glaube ich auch, dass die sind hier immer richtig nachher zu zeigen. Volumen fließt, wo bist du? So, this is the bag. Ich wollte so, Gitte hat meine Tasche genäht, da waren so Falten, so Raffung, ich meine, ist nicht ganz so, aber naja, jedenfalls, das ist der Stoff, ich liebe ihn. Hier habe ich eine große, die ist auch abgefüttert, Campsnaps, eine große Tasche außen. Ich finde das immer besser, so, ich mag innen nicht immer so wühlen. Ich finde immer außen schön. Da habe ich in den Futterstoff so ein bisschen rausgucken lassen, eine Häkelbordüre drum. Oben wird er mit einem Campsnap und wird auch sehr viel Stauraum. Ich werde sie mal eben einmal ausmessen. Und da würde ganz toll entweder Angel Eye oder Hamburger Sommerhimmel zu passen auch. Aber auch so Braun- und Naturtöne oder so leichtes Grün. So Mermaid Dream. Ich messe immer so, ne? Länge mal Breite. Sie ist ungefähr 28 mal 35. 28 mal 35. Geht was rein. Wie gesagt, es muss ja nicht nur immer Wolle oder so da rein. Ne? 100% Baumwolle innen und außen. Ja.
Ich werde jetzt nochmal Schnuckertüten eben einmal anmixen. Und dann. Ja, dann ist dann. Ne, Lilly? Nini. Miau. Ich sag einfach mal Gruß, Kuss und Schluss. 5 nach 8.